Heilige Nachahmer, verleugne dich selbst. Auf meinem Weg begegnete ich den Anhängern verschiedener Glaubensrichtungen, die die Gruppe pilgerte zum heiligen Ort ihrer eigenen Religion. Ich jedoch folgte keiner ihrer Offenbarungen. Doch ging ich eine Weile mit einer Gruppe mit, nur um zu sehen, an was für einen heiligen Unsinn diese Gläubigen glauben. Diese Gruppe trat in die Fußstapfen eines Erlösers, der vor vielen Jahrhunderten gestorben war. Er hatte ihnen versprochen, dass sie ewig leben würden, wenn sie an ihn glaubten. Er selbst aber war gestorben. Nach dem Tod ihres Erlösers irrten sie wie verlorene Schafe herum und jammerten. Wir brauchen einen Führer, der uns den Weg weist. Wir sind zu schwach und zu unwissend, um den Weg selbst zu finden. Da kam ein Mann und sagte, ich bin euer Führer. Ich allein kenne den Weg, weil ich der Weg bin. Niemand wird ohne mich in den Himmel kommen. Alle anderen Wege sind falsch und führen nur zur Zerstörung. Diejenigen, die unseren Weg nicht folgen, tötet sie, um zu vermeiden, dass sie in die Hölle fallen, wenn sie einem anderen Weg folgen. Und seine schrecklichen Worte erfüllten ihre Herzen mit Furcht und sie hingen an seinen Lippen. Der Führer befahl, es ist unsere Pflicht, den Fußstapfen unseres Erlösers zu folgen. Um wie er zu werden, müssen wir all das tun, was er tat. Wir müssen ihn demütig nachahmen. Nur dann wird uns sein Friede erfüllen. Folgen wir also den Fußstapfen, die er uns hinterlassen hat. Wenn wir uns mit ihm vergleichen, was ist unser Leben? Ein Nichts. Schwere Leiden wollen wir willig ertragen, Blutzeugen wollen wir sein. Unser irdisches Leben wollen wir großmütig opfern, um einst das ewige Leben dafür zu gewinnen. Jeden Morgen wurde ein Kelch herumgereicht, darin war ein bitteres Gebräu. Der Führer sagte, das ist der Leidenskelch. Jeder von euch muss daraus trinken. Keiner darf ihn an sich vorübergehen lassen, wie unser Retter es auch nicht tat. Er trank den bitteren Kelch aus bis zur Neige. Niemand kann ihm das Leben so innig nachempfinden, das Leiden so innig nachempfinden, weil er nicht auch aus diesem Leidensbecher getrunken hat. Ihr aber seid lau und träge und euren niedrigen Begierden ausgeliefert. O Mensch, ohne unseren Erlösern, wie bleibt doch alles in dir so dürr und kalt? Ohne ihn bist du in einer Hölle voller Angst, mit ihm jedoch in einem Paradies voll süßer Früchte. Unser Erlöser sagte, verleugne dich selbst,
nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Das Kreuz weist dir den Weg in den Himmel. Sieh, er trug das Kreuz voran, damit auch du dein Kreuz tragen lernst. Es führt kein anderer Weg zum Leben als der Weg durch das tägliche Sterben. Das Sterben ist dein eigentliches Leben, denn je mehr du dir selbst abstirbst, desto mehr lebst du. Du kannst dem Kreuz nicht entlaufen, denn wo immer du dich hinflüchtest, warte dein Kreuz auf dich. Schüttelst du dein Kreuz gewaltsam ab, so wird dir wieder ein anderes auf die Schulter geladen, das noch viel schwerer ist als das vorige. Trägst du aber dein Kreuz willig, so wird dich das Kreuz tragen. Das ganze Leben unseres Erlösers war nur Kreuz und Marte. Doch du willst nichts als Ruhe und Freude haben? Nichts sei dir heilsam auf Erden, als gern für unseren Erlöser zu leiden, weil du ihm dadurch ähnlicher wirst. Und die Anhänger machten sich Kreuze, jedoch nichts zu schwere, und luden sie sich auf die Schultern und schleppten sie auf den steinigen Wegen. Und sie sangen: O Heiland, da dein Leben so voll Leiden war, soll auch mein Leben nur Leiden sein. Angenommen habe ich das Kreuz aus deiner Hand, ich will es nun tragen bis zum Tode. Umkehren darf ich nicht, also voran, voran! Der Anführer sagt: Wohlan, Brüder und Schwestern, unser Erlöser ist das Reisegefährte in unserer Mitte. Lasst uns ihm nachgehen und nicht von der Fahne des Kreuzes fliehen. Verleugnet euch selbst und erdrückt eure eigenen Gefühle und Wünsche um eines höheren Willen. Dein Selbst muss zerbrochen werden, damit du ein selbstloser Mensch wirst. Nun, lasst uns ihn nachahmen. Er aß sein Brot so. Also müssen auch wir unser Brot so essen, wie er es gegessen hat. Wiederholt: Ich gehe, wie er ging. Ich schaue, wie er schaute. Ich esse, wie er aß. Ich ruhe, wie er ruhte. Ich schlafe, wie er schlief. Der Führer sagte: Hier verlor er eine seiner Sandalen. Also müsst auch ihr eine Sandale verlieren. Da zog jeder eine seiner Sandalen aus und verlor sie. Ha, doch wie? Ja, indem er sie hinter sich warf. Der Führer sagte: An dieser Stelle des Weges blickte er so nach oben und beschattete seinen Augen mit der Hand. Also müssen wir das Gleiche tun. Ihn nachzuahmen bedeutet, so zu fühlen, wie er sich gefühlt hatte. Hier freute sich unser Retter. Seid da so fröhlich, fröhlich! Und alle brachen in Gelächter aus. Und hier war er traurig. Mit dem Engel setzte ein trauriges Gesicht auf. Der Führer sagte: Hier weinte er. Und alle versuchten, ein paar Tränen herauszudrücken. Als der Anführer sah, dass ich
nichts von allem tat, kam er zu mir und sagte, »Warum tust du nicht das, was alle tun?« Ich sagte, »Ich bin kein Nachfolger eures Erlösers. Ich gehe meinen eigenen Weg.« Er sagte, »Oh, es ist so eine große Erleichterung, jemanden nachzufolgen. Du fühlst dich so sicher und geborgen. Du musst nicht mehr nach einem Weg suchen. Ich zeige dir den Weg, weil ich der Weg bin.« Ich sagte ihm, »Folge du deinem Weg und ich folge dem meinen.« Da wurde der Anführer wütend und schrie, »Dann verlass uns! Du hast nichts mit uns gemein!« In dieser Nacht schaute ich in den klaren Himmel voller Sterne. Plötzlich kam eine Frau, die mich einige Tage beobachtet hatte, zu mir und flüsterte, »Kann ich mit dir sprechen?« Ich nickte. Sie sagte, ich versuchte zu fühlen, was der Heiland gefühlt hatte, aber vergeblich. Meine Freude ist falsch, meine Traurigkeit eine Lüge, meine Tränen sind nicht echt. Tief in mir bin ich leer. Ich habe kein echtes Gefühl, aber ich will echte Gefühle haben. Liebe, Freude, Hoffnung, Glaube. Der Führer benutzt diese Worte als Befehle, um sie uns aufzuzwingen. Und wir wiederholen diese Wörter um der bloßen Worte willen. Ich sagte ihr, niemand soll einem anderen nachfolgen. Jeder soll er selbst sein und seinen eigenen Weg gehen. Die Frau sagte, unser Erlöser, mein großer Mensch, sein Schritt war weiter als der meine. Ich kann nicht mit ihm mithalten. Meine Beine sind viel kürzer. Für jeden Schritt, den er machte, muss ich zwei machen. Er war ein Mann, ich aber bin eine Frau. Wie kann ich da jemals so werden wie er? Ich habe ständige Angst, ihm nicht gewachsen zu sein. Nie kann ich seine Größe erreichen. Ich bin nur eine hohle Fassade. In mir ist alles leer, dahinter ist nichts. Meine Schultern sind wund vom vielen Kreuzschleppen. Mein Rücken ist krumm vom Gewicht des Holzes. Man hat mir gesagt, wer sein Jünger sein will, der verleugne dich selbst. Doch ist das keine Frohbotschaft. Ich habe mich selbst verleugnet und mich dadurch selbst zerstört. Ich sagte ihr, wer sich selbst verleugnet, begeht Verrat an sich selbst. Geh nicht hinter einem anderen her, wie ein Hund seinem Herrn folgt. Geh deinen eigenen Weg. Nimm dein eigenes Leben auf dich, doch nicht wie ein Kreuz. Ertrage dich selbst mit all deinen Fehlern, auch wenn das schwer ist. Daran hast du genug zu tragen. Doch wirf alle Last ab und werde leicht. Besinne dich auf dich selbst. Da sagte sie, hatte unser Erlöser nicht gesagt, wer sein eigenes Leben leben will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben nachlebt, wird es finden. Ich aber habe keines gefunden. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer oder was ich bin. Ich sagte, was nützt es dir, wenn du so wirst wie er? Dich jedoch dabei selbst verlierst. Dein verlorenes Leben kannst du nicht mehr zurückgewinnen. Der Führer war der Frau heimlich gefolgt,
Nun sprang er dazwischen und schrie: Hör nicht auf ihn! Er ist der Satan, er schmeichelt sich dir als Freund ein. Doch will er dich vom Heilweg abbringen, lass dich nicht verführen. Wir aber wollen nur dein Bestes. Er packte die Frau bei den Haaren und riss sie mit sich fort. Ich stand im Dunkeln und dachte: Überlass diese Leute ihrem Los. Sie wollen es so. Sie sind nicht zu retten. Ihr Retter hat sie auch im Stich gelassen. Er kommt niemals mehr wieder. Bevor mich diese Frommen erschlagen würden, weil ich nicht ihrem Erlöser nachfolgte, verließ ich die Gruppe noch in derselbigen Nacht und ging wieder meines eigenen Weges.